Hallo ihr Mäuse, willkommen Hallo. Zur Dschungelnachlese mit der Herren. Hallo und natürlich mit der Jessica Parker. Ja, toll. Und erstmal hast du einen Glückskeks aufgemacht. So. Gut, muss mal gucken, was da draufsteht. Mhm. Du wirst einen Weg finden, um glücklich zu werden. Mhm. Allgemeiner könnte man es nicht halten, genau. Aber super. Das ist so, ja, passend. Was hast denn du da eigentlich über der Oberlippe heute? Das hat sich heute jemand gewünscht. Das sind die Reste vom Wochenende. Die sind eingetrocknet. Du schniefst Kohle. Ja. Katalot, die hat ja mittlerweile so richtige, also wie ich eigentlich, so schwarze Blöcke über den Augen. Ja. Die schminkt sich mit Kohle. Ja. So, erstmal, gestern habt ihr euch beschwert, dass wir keinen Schnawodka getrunken haben. Deshalb haben wir heute extra den Schnawodka. Oh, ich muss wirklich sagen, ich bin momentan nicht so für Wodka, aber wir schaffen das. Wir schaffen das, ne? Okay, und kein Gesicht verziehen danach. Das ist die Challenge. Hawaii. So, also, es fing damit an, dass Gina Lisa wollte ficken mit dem Mark Terenzi. Mit Hani. Und da hat man mal gesehen, wie so ein heterosexuelles Balzritual von Frauen aussieht. Ja. Die hat sich ja gewunden in ihrem Vorsaft förmlich, ja. Und hat gekichert. Die Beine und und dann die Titten wieder und dann die Lippen kamen an und dann die Beine auseinander und die Haare. Ja. Also, da können wir noch ein bisschen was sagen. Aber Hani ist nicht so richtig drauf angekommen. Ja, weil der schwul ist natürlich. Ja, von daher. Nein heißt nein. Der Titten Jens ist der von Vox, ne? Der Titten Jens. Das ist Malle Jens. Ja. Der Malle Jens. Malle Jens. Und warum hat er sich mit Hanka gestritten? Weil Hanka völlig durchgeknallt ist und irgendwie die ganze Zeit nur singt und haha und rumtanzt. Ja. Und, die fanden das alles scheiße und keiner hat mehr was gesagt. Hat er mit ihr gestritten? Ja, gestritten. Gut, hat er mit ihr gestritten? Ja, hat sie gesagt, die Scheiße. Gut, so, dann war die Dschungelprüfung. Das war diesmal mit so kleinen Autos. Wir erklären jetzt nicht nochmal, wie das geht, weil Nein, das ist wahnsinnig langweilig. Du hast es ja schon mal gesehen. Ich habe das schon mal gesehen beim Sommerhaus der Stars. Ja. Wir haben die sowas Ähnliches auf jeden Fall gemacht. So, und da hat sich aber die Sarah Joel hat sich extra für die Dschungelprüfung noch so ein Negligé angezogen. Das war sehr geil. Das hat die sich bestimmt von Michaela Schäfer ausgeborgt. Ja. Aus ihrer Dessous-Schublade. Das ist auch so ein bisschen deine so hier Striptease-Ecke. Ja, ne? Das sind hier so die ganzen Billigsachen und so. Ja. Ne? Ja, kann man tragen. Muss man aber auch. Muss man aber nicht tragen. Gut. Die ersten drei von dem einen Team waren mega langweilig mit der Nutte von Sarah Joel. Da bin ich auch sogar pushen gegangen. 10 Minuten gähnende Langeweile. Und dann kam das Team mit Kader, Jens und. Florian Wess. Ja. Und ich muss wirklich sagen, der Jens, das ist wieder so typisch. Das ist so einer, der macht immer auf dicke Hose und der kann alles. Ja. Aber eigentlich hat er die ganze Prüfung komplett versaut. Ja, du kennst den halt nicht. Ich kenne ihn nicht, aber du guckst ja immer dieses Opferprogramm. Ja, der ist so. Der ist so, ist so. Warum guckst du dir das dann an? Ja. Achso, das weiß man nicht, aber Opfer guckt Opfer. Gleich und gleich gesellt sich gern, sagt man da. Gut, das war sehr lustig, die haben für so eine Kurve ganz lange gebaut, das hätte ich wirklich noch mehrere Stunden angucken können. Das hat mich wirklich sehr, sehr entertained, ja, oder? Das stimmt sehr. Dann sind wir wieder zurück im Camp Gelb, Snake Rock oder wie das heißt? Snake Rock. Und Hanka war wieder an ihrer Pushstelle, in ihrem kleinen Flusslauf, hat wieder mit ihren Elfen gesprochen. Und die war aber dann auch irgendwie traurig. Wegen jetzt weiß ich, warum sie geweint hat. Warum? Weil doch ihr Fluss trockengelegt wurde. Genau, das ist ja. Das habe ich doch gesagt, der Fluss die ist trockengelegt. Die wollte doch. Die wollte pushen gehen und dann war der Fluss trocken. Hat sie den Nervenzusammenbruch gekriegt und wollte da pushen und jetzt konnte sie nicht mehr. Und dann hatte sie trotzdem eine nasse Hose. Und da kam dann Fräulein Minke kam dann dazu. Ah, ja, genau. Und dann und wollte sie aufmontern, zum Steinchenspielen abholen. Und hat Hanka aber gesagt, sie möchte jetzt gerne mal alleine bleiben. Und die Fräulein Minke, die war eigentlich ganz glücklich, weil die hatte eigentlich auch keinen Bock, die zu trösten. Und da ist sie Steinchenspielen gegangen. Die hat sich dann Hut aufgestellt, so auf dem Boden. Und da hat sie mit so kleinen Steinchen, hat sie so Zielwurf gemacht. Ja. Und die hat sich total gefreut, weil von 4 Steinen hat sie mit
reingeblieben. Und das hat sie dann gleich Hanka ganz stolz erzählt. Ja. Und da hat die Hanka mitgemacht. Ja. Und dann wurde gesagt, dass die Camps zusammengelegt werden. Und dann sind sie alle, kommen sie alle abends im neuen Camp an. Und das Erste, was Hanka macht, ist sich erstmal die umliegenden Gewässer angucken. Ja, ja. Und zwar mit Mark Twain sie zusammen. Genau. Die teilen diese Leidenschaft, glaube ich. Und dann volles Verständnis. Und dann sagt die Hanka, als er ihr den Badesee zeigt, sagt sie so, ach, das ist aber ein stehendes Gewässer, das ist kein fließendes Gewässer. Ja, das ist ein stehendes Gewässer. Der findet es, glaube ich, ganz geil, ein stehendes Gewässer. Ja, ja. Und dann war irgendwie noch so ein T-Shirt-Klamottenstreit, das war wahnsinnig langweilig. Das war die Revolution der Affen. Das stimmt, ja. Und Honey hat dann mal erklärt, wie Gewerkschaften funktionieren. Genau. Das ging darum irgendwie, dass das Team Gelb ja jetzt in das andere Team eingezogen ist und blaue T-Shirts gekriegt hat. Ja. Und das fand natürlich dieser kleine Dicke von den dreisten drei. Natürlich fand er das doof. Das fand ich scheiße. Ja nicht, das ist ja total ungerecht. Ja, das ist ja auch. Ich habe es gleich gesagt, ich hätte mich da auch aufgeregt. Ich möchte ab morgen irgendwie bitte gelbe T-Shirts. Ich möchte auch ein neues T-Shirt haben, verdammt. Ich möchte gerne die Hose von Hanka. Und dann war Verkündigung, wer eine Dschungelprüfung morgen muss. Und natürlich wurde es wieder... Ach, Kader. Die arme Kader. Und die hat dann gleich gesagt, ich kündige. Genau. Und ist erstmal weg. Ja. Ja, und, das ist das dritte Mal. Ja, ich finde, überleg mal, Sarah Kay, ich meine, die hat, wie oft war die? Achtmal? Oder? Zehnmal in der Dschungelprüfung. Ja gut, Katalut, ich meine, der Spaghetti-Arme. Und was hat sie noch? Und das, ihr Gehirn ist zu groß, um das zu verstehen. Oder irgendwie sowas hat sie doch auch gesagt. Wie heißt es auf Deutsch? Also von daher, mal gucken, wie morgen die Dschungelprüfung ist. Wissen wir schon, was sie machen muss eigentlich? Nee, ne? Bestimmt was essen. Ja, ich möchte endlich eine Essprüfung sehen. So, also ihr Mäuse, dann bis morgen. Ja, bye. Sharing is caring.